So Freunde, neues Video ist am Start. Heute gibt es endlich mal wieder ein Black Ops 3 Gameplay Commentary auf meinem Channel. Ich wollte eigentlich ein Live Commentary machen, ja, aber irgendwie habe ich mit der Audiospur gefällt und deswegen wird es jetzt heute nur ein nachkommentiertes Gameplay Commentary. Ist jetzt auch kein krasses Game, das sind nur ein paar Szenen mit der neuen Waffe, der FFAR heißt die, glaube ich, nämlich das ist die neue Farmers. Das ist ein Farmers Remake von der Farmers aus Black Ops 1 und ohne Spaß, sie fühlt sich genauso an wie die Farmers aus Black Ops 1. Sie schießt so schnell und mit dem gleichen Waffensound und das Handling ist auch total ähnlich. So, man kann richtig gut Hip feiern mit der Waffe. Ich feiere die Waffe generell übertrieben. Doch leider hat sie einen sehr hohen Rückschuss und auch halt ein sehr kleines Magazin. Und wenn man halt die Waffe schießt so schnell, dass also auch ohne Schnellfeuer, die schießt übertrieben schnell, dass man halt irgendwie maximal zwei Leute mit einem normalen Magazin holen kann. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf der Waffe, falls ihr die Glücklichen seid und die Waffe gezogen habt, würde ich auf jeden Fall schnelles Magazin und Magazinerweiterung empfehlen. Eigentlich würde ich noch Griff raufpacken, weil die Waffe wirklich todesverzieht über die Distanz. Also so über eine kleine Distanz sehr gut, aber mittlere ist schon echt schwer und lange ist absolut unmöglich mit der Waffe was zu holen. Deswegen würde ich die Waffe auch noch auf Maps wie Nuketown auspacken. Ja, sie ist zwar eine Assault Rifle, aber ich spiele sie eigentlich wie eine, ja, eine SMG, weil, keine Ahnung, die Waffe ist keine Assault Rifle, wenn wir mal ehrlich sind, weil die Waffe über die Distanz absolut keine Chance hat gegen Manowar, keine Chance, gegen HVK, keine Chance, ICR, keine Chance, M8 sowieso keine Chance, Shiva auch nicht, XR2, keine Ahnung, also sie hat wirklich gegen auf Long Range absolut keine Chance, weil die Waffe viel zu krass verzieht und nicht so eine Power in der hat wie zum Beispiel eine Manowar, aber auf naher Distanz bockt die Waffe sich wirklich, weil sie wirklich sehr schnell schießt. Und deswegen feiere ich die Waffe übertrieben, weil sie halt einfach auch der Remake ist aus Black Ops 1 und weil ich in Black Ops 1 schon diese Waffe gezockt habe. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass ich diese Waffe spielen konnte. Ja, ich habe sie leider noch nicht selbst gezogen. Ich habe sie von einem Abonnenten von mir auf Twitter bekommen. Richtig korrekt. Ich verlinke euch mal seinen Channel. Er wollte, dass ich seinen Channel verlinke. Ja, ich verlinke euch mal seinen Channel oben in der Videobeschreibung. Wirklich richtig korrekt. Danke nochmal an dich, Digga, dass ich diesen Account hier benutzen darf. Ich glaube, der war auf Level 9 oder so. Ist jetzt auf Level 28. Aber ich bin ordentlich am Grinden mit dem. Ich werde auch probieren, mit der Farmers einen Fisker 69 Sparser Clip zu erspielen für diese Top 5 Clips der Woche oder so. Was werde ich da einfach mal ein bisschen zweiten, weil ich denke, mit der Farmers ist schon so ein bisschen exotischer und deswegen habe ich da, denke ich, mal ganz gute Chancen. Deswegen seht ihr heute auch im Hintergrund nicht so ein erklärtes Gameplay auf Streaks, sondern eher so ein absolutes Reingeh-Gameplay mit also nur Szenen und so. Und ja, ich will auch das Video nicht zu lange halten. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr wollt, dass ich mit der Farmers ein ganzes Live-Commentary oder ein ganzes Gameplay nochmal hochlade, dass ich da richtig sweate auf ein richtig geiles Gameplay mit Nuklear 100 plus irgendwas, dass ich mich da richtig dran setze, dann motiviert mich mit einem Daumen hoch, falls ich mich daran setzen soll. Und das war es jetzt eigentlich auch schon zu diesem kleinen Video zu der neuen Farmers. Ohne Spaß, Glückwunsch an alle, die sie gezogen haben. Und sie ist jetzt auch wirklich nicht so overpowered, dass man sagen könnte, es ist pay to win. Es ist auf jeden Fall keine overpowered Waffe. Es hat einfach nur so eine kleine Nostalgie, dass man halt die Waffe aus Black Ops 1 hat. Und ja, das war es jetzt auch schon mit diesem Gameplay-Commentary. Wie gesagt, lasst ein Like dafür, das Live-Commentary oder Gameplay-Commentary. Ich finde es auf jeden Fall raus. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Pew.